Die Standardeffekte, Farbeffekte und Zeiteffekte. Wir haben im letzten Video die grundsätzlichen Effekteinstellungen uns angeschaut und in diesem kommenden Video werden wir uns einzelne Effekte anschauen, wie eben die Standardeffekteinstellungen, die auf jedem Clip liegen, dann spezifische Farbeffekte und einzelne Zeiteffekte. Wir starten mit den Standardeffekten. Ich habe hier in Premiere wieder einen Clip liegen, den kennt ihr schon aus vorherigen Videos. Ein abstrakter Clip. Wenn ich den Clip anklicke, dann sehe ich hier links oben in den Effekteinstellungen die Standardeffekte. Bei den Videoeffekten habe ich standardmäßig immer einen Bewegungseffekt. Kann ich hier aufklappen, indem ich auf diesen Pfeil hier klicke. Und wenn ich dann auf Bewegung draufklicke, dann sehe ich hier rechts eine Umrahmung um meinen Clip. Wenn ich dahin fahre, erscheint ein Doppelpfeil und dann kann ich diesen Clip hier vergrößern und verkleinern, also skalieren. Ich kann diesen Clip also gleich hier auf die richtige Größe anpassen. Das ist ein 4 zu 3 Clip. Passe ihn hier auf mein 16 zu 9 Format an. Und sehe hier links, dass bei Skalieren hier jetzt 406% dabei steht, beziehungsweise auch bei der Position was verändert hat. Also immer wenn ich hier was verändere, indem ich auf Bewegung klicke und den hier herumschiebe, vergrößere, verkleinere, ändert sich sowohl die Position hier als auch die Skalierungseinstellung. Ich kann dann natürlich das auch händisch verändern, indem ich da zum Beispiel reinklicke und bei Skalieren wieder auf 100% zurückstelle. Dann habe ich wieder die ursprüngliche Größe. Aber ich gehe da zurück auf diese Einstellung, die ich davor gehabt habe, mit STRG Z. Und lasse den mal so auf dieser richtigen Größe, damit dieser Clip hier in mein 16 zu 9 Format reinpasst. Ich kann übrigens auch, wenn ich nochmal auf Bewegen hier draufklicke und auf die Seite hinfahre, nicht zu den Ecken, sondern auf die Seite, bekomme ich so ein gebogener Doppelpfeil, da könnte ich auch meinen Clip hier drehen. Und ihr seht auch wieder auf der linken Seite steht dann bei Drehung die entsprechende Gradzahl dabei. Da könnte ich also auch gleich zum Beispiel 90 Grad hineintippen. Dann wäre jetzt mein Clip um genau 90 Grad gedreht. Aber ich stelle es mal zurück auf 0 Grad. Also das sind die Standardeinstellungen, die man normalerweise verwenden wird bei den Bewegungseinstellungen. Auch wieder sehr spannend. Wir haben ja im vorigen Clip kennengelernt, dass diese Einstellungen auch über die Dauer von einem Clip verändert werden können. Das heißt, ich kann eben zum Beispiel diesen Clip hier langsam einzoomen oder auszoomen lassen. Bei dem Video, das ihr aktuell seht, bei diesem exakten Video, bei diesem Tutorial mache ich das nämlich auch, indem ich das, was ich hier im Detail herausheben will, vergrößere, indem ich hier einzoome und auszoome. Ich verkleinere die Bewegungseinstellungen wieder und schaue mir hier drunter mal die Deckkraft an, indem ich hier wieder auf diesen Pfeil draufklicke. Die Deckkraft kann ich wiederum verändern, indem ich hier draufklicke und zum Beispiel 0% einstelle. Dann hätte dieser Clip hier 0% Deckkraft, wäre also gar nicht sichtbar. Kann aber auch zum Beispiel 30% einstellen. Oder wenn ich auf diese Prozentzahl drauf fahre, sehe ich, dass ich so ein Symbol bekomme mit einem Finger und zwei Pfeile in beide Richtungen. Kann draufklicken und auf der Maus oben bleiben und fahren und kann es auch so auf die Schnelle meine Deckkraft verändern. Hier könnte ich also auch einen speziellen Effekt einstellen, wenn ich da wieder über die Zeit was verändere, dass eben dieser Clip zuerst 0% Deckkraft hat, dann nach 2 Minuten 1% Deckkraft, dann würde der dazwischen quasi langsam eingeblendet werden, langsam immer mehr Deckkraft bekommen. Interessant darunter ist noch dieser Überblendungsmodus, wenn ich verschiedene Clips übereinander habe. Ich habe hier unten bei meinem Schnittfenster momentan einen Clip auf einer Videospur liegen. Wenn ich aber hier links ein weiterer Clip in meine darüberliegende Videospur ziehe, dann liegt jetzt dieser Clip auf der darüberliegenden Videospur, also wie in Photoshop in der darüberliegenden Ebene, und mein Clip darunter ist nicht sichtbar. Je nachdem, was ich aber hier bei diesem Clip mit dieser Maus hier im Überblendungsmodus einstelle, sehe ich auch diesen Clip darunter durch. Ich kann hier zum Beispiel Multiplizieren einstellen. Dabei werden die Farben von diesem Clip, der darüber liegt, mit dem unteren Clip vermischt. Multipliziert eben. Das heißt, wenn ich Weiß mit einer anderen Farbe multipliziere, zusammenmische, wird das Weiß transparent. Also sehr praktisch.
wenn ich hier so einfache Zeichentrickfilme wie bei mir hier einfach einmal transparent machen möchte, stelle ich hier eben auf Multiplizieren ein, mischt eben die zwei Farben der zwei Clips miteinander zusammen, die da hier übereinander liegen. Was wir als weitere Standardeinstellungen haben, sind neben diesen Videoeffekten hier drunter die Audioeffekte. Da haben wir standardmäßig die Lautstärke. Ich habe hier auch eine Tonspur bei diesem Clip dabei. Falls keine Tonspur dabei ist, kann ich natürlich keine Audioeffekte standardmäßig einstellen. Aber hier habe ich eine Tonspur dabei. Und als Lautstärke kann ich hier bei Level eben die Lautstärke verändern, indem ich wieder draufklicke und nach rechts fahre. Da habe ich jetzt ganz stark verstärkt. Oder indem ich hineinklicke und händisch mit der Tastatur zum Beispiel eine Erhöhung um 3 Dezibel einstelle. Ja, so viel zu den wichtigsten Standardeinstellungen. Jetzt kommen wir noch zu den wichtigsten Farbeffekten. Diese Farbeffekten liegen eben nicht standardmäßig hier oben, weil sie eben keine Standardeffekte sind, sondern ich muss hier unten wieder meine Effekte einblenden, das Effektefenster, und gehe auf Videoeffekte und gehe einmal unter Anpassen und nehme hier die Tonartkorrektur und ziehe die wiederum auf meinen Clip. Ja, wie schon im vorigen Video erläutert, Effekte klicke ich an und ziehe sie auf den jeweiligen Clip, auf den sie sich auswirken sollen. Und hier bei meinem Clip, wenn ich den angeklickt habe, sehe ich hier die Tonartkorrektur als neuen Effekt auftauchen. Die Tonartkorrektur funktioniert genau gleich wie in Photoshop. Am besten funktioniert sie, indem ich hier auf dieses Symbol hier klicke. Und dann bekomme ich ein Fenster, das eben genau gleich ausschaut wie in Photoshop. Was nicht funktioniert wie in Photoshop, ich kann hier nicht mit gedrückter Alt-Taste diese Pfeile hier verschieben und sehe dann gleich, ob irgendwann eine Über- oder Unterbelichtung auftaucht, sondern ich kann hier lediglich meine Pfeile verschieben, um diese Pixel hier links als dunkelste Pixel zu definieren, ziehe ich also eben diesen Marker hierher. Auf der rechten Seite mache ich das gleiche, ich klicke diesen weißen Marker an und ziehe ihn bis hierher, wo die ersten hellen Pixel sichtbar sind. Das heißt, genau gleich wie in Photoshop habe ich eben jetzt die hellsten Pixel als fast weiß definiert. Ich sollte sie ja nicht ganz als weiß definieren, sonst habe ich eine Überbelichtung, aber als fast ganz weiß definiert und die dunkelsten Pixel als fast ganz schwarz definiert. Und wenn ich hier auf OK gehe, wirkt sich das auf meinen Clip hier aus. Ich kann hier wieder auf dieses FX-Symbol klicken, um diesen Effekt ein- und auszublenden. Und man sieht, wie auch in Photoshop wird dadurch der Kontrast sehr stark verstärkt. Ähnlich wie Photoshop in den letzten Jahren diese weiteren Standardbearbeitungsschritte wie die Gradationskurven, Farbbalance und so weiter zusammengefasst hat zum Camera Raw Filter, haben wir hier in Adobe Premiere auch eine Zusammenfassung aller weiteren Effekte. Damit ich die bestmöglich einstellen kann, würde ich euch empfehlen, ein neues Fenster einzublenden. Und zwar geht ihr auf Fenster und auf Lumetri Farbe. So, hier auf der rechten Seite werden diese einzelnen Effekte eingeblendet. Ich habe wieder die Kurven, wenn ich hier draufklicke. Ganz ähnlich wie in Photoshop die Gradationskurven. Hier wird es einfach nur Kurven genannt. Kann ich wieder in der Mitte draufklicken, um meinen Clip heller oder dunkler zu machen. Ja, lasst den mal ungefähr so, wie er steht und kann hier wieder rechts oben draufklicken, um die Kurve ein bisschen nach oben zu ziehen, beziehungsweise hier unten drauf zu klicken, um die Kurve ein bisschen nach unten zu ziehen, um hier eine S-Kurve zu schaffen. Ja, mit dieser S-Kurve erzeuge ich einen stärkeren Kontrast. Und indem ich eben in der Mitte den Clip hinauf oder hinunter ziehe, kann ich den ganzen Clip heller oder dunkler machen. Wie immer, wendet diese Effekte bitte nur spärlich an. Ich habe hier bereits einen sehr hohen Kontrast. Ich werde das also nur ganz minimal verstärken. Unter einfache Korrektur kann ich wiederum mit Temperatur und Färbung die Farbbalance verändern. Ich kann also die Temperatur wärmer machen oder kälter. Ich will hier zum Beispiel meinen Clip ein bisschen wärmer machen und könnte noch eine Färbung Richtung Rot bzw. Magenta und Grün hineinbekommen. Ich mache den hier etwas rötlicher noch. Und drunter könnte ich wiederum mit Belichtung den Clip aufhellen, abdunkeln, den Kontrast verstärken. Und man sieht, mit Glanzlichter verstärke ich die hellen Töne oder schwäche sie ab. Klicke da rein, stelle es wieder auf 0. Will ich nicht verändern, aber bei Schatten könnte ich eben die dunklen Töne abdunkeln oder aufhellen.
Und das auch wieder mal auf 0. Weiß wäre eben die komplett weißen Töne, schwarz die komplett dunklen Töne. Habe ich hier kaum, werde ich jetzt mal so lassen. Kontrast und Belichtung habe ich vorher schon mit den Kurven verstellt. Würde aber hier genau gleich auch gehen. Wenn ich hier unten noch auf HLS Sekundär klicke und ein bisschen runter scrolle, dann kann ich genau gleich wie in Photoshop bei Farbton Sättigung auch hier wieder, wenn ich bei Farbe festlegen, auf die Pipette klicke, eine Farbe aussuchen. Ich nehme hier zum Beispiel Orange. Wenn ich dann ein bisschen weiter hinunter gehe, kann ich hier zum Beispiel diesen Orangetown entrauschen bzw. weichzeichnen. Ich werde hier zum Beispiel ein bisschen versuchen, mein Bildrauschen rauszubekommen. Ja, geht natürlich nur in Ansätzen, aber ich habe es jetzt etwas verbessert. Beziehungsweise drunter kann ich die Farbtemperatur und die Färbung von diesem Orangeton ändern. Ich werde ihn hier zum Beispiel ein bisschen Richtung Rot ziehen, diesen Orangeton. Ihr seht, dieser Orangeton ist momentan aber sehr eng ausgewählt. Ich will hier mehr Farben auswählen. Mache hier das Farbspektrum breiter. Auch hier oben etwas breiter. Und hier unten etwas breiter. Man sieht, jetzt habe ich so gut wie alle Orangetöne, außer hier ganz links diese dunklen Töne, alle anderen Orangetöne ausgewählt und die sind jetzt eben zu pink verändert worden. Ich kann das aber auch zum Beispiel zu grün verändern. Ja, also kennt ihr eh schon aus Photoshop wahrscheinlich. Genau das gleiche wie dort eben Farbtonsättigung, kann ich eben eine Farbe auswählen und spezifisch diese eine Farbe verändern. Ich könnte auch noch den Kontrast verändern von dieser Farbe, indem ich hier den Kontrast verringere, wird diese Farbe grau. Indem ich den Kontrast verstärke, wird es eben sehr knallig, sehr grell. Lass es aber mal so, wie es war. Könnte es eben auch noch scharf zeichnen, diesen Orangeton, oder die Sättigung nochmal verstärken. Ich lasse aber diese Einstellung so, wie sie waren, indem ich hier den Haken wegnehme, habe ich diesen Effekt jetzt momentan wieder ausgestellt. All diese Effekte, die man hier in diesem Fenster einstellt, sieht man hier links dann auch erscheinen. Also wenn ich hier in meinen Effekteinstellungen-Fenster ein bisschen runterscrolle, sehe ich all diese Effekte hier da liegen, die ich verwendet habe. Ich kann sie hier also auch noch im Detail verändern, aber wesentlich leichter ist hier rechts dieses Fenster eben Lumetri-Farbe. Wenn ich aber fertig bin, werde ich dieses Fenster wieder schließen, damit ich wieder mehr Platz habe. Ich klicke hier auf dieses Menüsymbol bei Lumetri-Farbe und gehe auf Fenster schließen. Die Zeiteffekte. Bei den Seiteffekten reicht es normalerweise, wenn ich hier nicht einen speziellen Effekt von der linken Seite hervorhole, sondern nur einen Rechtsklick auf meinen Clip mache und bei Geschwindigkeit und Dauer die Geschwindigkeit zum Beispiel verändere, indem ich da eine andere Geschwindigkeit reintippe. Zum Beispiel kann ich sie auf 200% stellen, das heißt, jetzt wird dieser Clip doppelt so schnell abgespielt. Entsprechend ändert sich hier unten die Dauer meines Clips. Wieder nochmal zurück, davor war die Dauer bei 100% auf 1 Minute und 8 Sekunden, bei 200% eben entsprechend die Hälfte, 34 Sekunden. Ich könnte aber auch hier bei Dauer genau festlegen, wie lange dieser Clip gehen soll. Wenn ich zum Beispiel sage, er soll zum Beispiel genau 20 Sekunden und ganz rechts zum Beispiel 4 Frames gehen, kann ich das auch so definieren, indem ich hier eben die entsprechenden Zahlen hineintippe. Ganz wichtig bei diesen Veränderungen, ich würde euch immer empfehlen, die Tonhöhe beizubehalten. Normalerweise möchte man ja nicht, dass ein Clip, wenn ich den beschleunige, dass hier die Tonhöhe sich erhöht. Oder wenn ich ihn verlangsame, dass die Tonhöhe ganz niedrig wird. Sondern ich will die Tonhöhe normal lassen. Wähle hier diesen Haken normalerweise, die Tonhöhe beibehalten, dann bleibt die Tonhöhe so, wie sie davor war. Bei Geschwindigkeit umkehren kann ich den Clip übrigens rückwärts abspielen lassen. Ja, wenn ich da auf OK gehe, man sieht es gleich, wenn ich da rauszoome, zeige mal vor, wie das davor war. Mit STRG-Z mache ich diesen letzten Schritt rückgängig. Davor war dieser Clip so lange und jetzt ist der Clip wesentlich kürzer geworden. Auf meine definierten 20 Sekunden und ein paar Frames. Wenn ich aus einem Clip ein Standbild erzeugen möchte, mache ich wieder einen Rechtsklick und gehe auf Standbildoptionen. Da kann ich genau definieren, welcher spezifische Frame eingefroren werden soll. Das heißt, der ganze Clip wird dann zu einem eingefrorenen Frame. Hier aktuell ist der Frame, wo ich gerade mit meiner Zeitleiste war, bei der Sekunde 2 und Frame 16. Kann ich eben auch noch verändern, indem ich das hin und her ziehe und schlussendlich auf OK gehe. Also ich sehe ein Standbild, das sich nicht bewegt. Das waren die wichtigsten Effekte, die ihr wahrscheinlich brauchen werdet. Aber erkundet gerne die weiteren Effekte. Es gibt unendlich viele Effekte.
in Adobe Premiere, aber wie immer, einfach auch nochmal die Erinnerung, wendet nicht wahllos irgendwelche Spezialeffekte an, sondern verwendet die Effekte immer nur mit Maß und Ziel. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß.